Moin, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Wir sind ein drittes Mal noch im Meeresdungeon, einen dritten Part. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit allerletzter Kraft. 0 Sekunden sind übrig auf der Zeit und ich habe schon ein Elixier trinken müssen. Genauso wie, hier rumrennen, wie bekloppt. Haben wir es tatsächlich geschafft, den Meeresdungeon, glaube ich, abzuschließen. Wir gucken nach. Och, bitte ist es vorbei. Es ist ein Safe-Raum. Es ist ein Safe-Raum. Ich glaube, wir haben's. Ach du Scheiße. Das war Hardcore bis hierhin. Lege die Kristalle auf ihre Sockel in dieser Reihenfolge. Und abwärts. Der Ausgang ist hier. Was? Was willst du von mir? Ich verstehe es nicht. Soll ich die hier reinbringen? Geht ja gar nicht, weil die Tür schließt sich wieder, wenn ich einen Sockel rausnehme. Was will der Kollege von mir? Ich schreibe mir das... Nee, kann ich nicht. Moment, das gucke ich nochmal kurz nach. Hey Link, ich bin auch neugierig auf das... was der gefallene Forscher erzählt hat. Aber lass uns zuerst diesen Raum untersuchen. Okay. Na dann. Hilft nix. Wir haben die südöstliche Seekarte erhalten. Da heißt, es geht endlich weiter. Neue Gebiete tun sich auf und damit auch neue Dungeons, wie man hier schon wunderbar sehen kann, ist da schon ein Teil eingezeichnet, wo wir als nächstes hin müssen. Und wahrscheinlich werde ich da auch direkt hinfahren, beziehungsweise halt die ganzen Inseln wieder erkunden in diesem Part. Na dann. Du hast eine neue Seekarte. Nun kannst du noch mehr vom Meer forschen. Okay, Link, wo willst du jetzt hingehen? Willst du ausprobieren, was der gefallene Forscher sagt? Ob unsere Zeit reicht? Ich denke nicht. 30 Sekunden ist viel zu wenig. Das war, wie war das? Auf ihre Sockel in dieser Reihenfolge. Okay. Moment. Ja, ich kann den aber hier nicht reinmachen, ne? In den falschen Sockel. Das geht nicht. Nee. Das ist unmöglich. Also, ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Hä? Scheinbar hat sich draußen was bewegt. Das war ein starkes Beben. Als ob das ganze Zimmer sich nach unten bewegt hätte. Okay. Tatsächlich. Nanu, das ist nicht derselbe Ort, von dem wir gekommen sind. Der Tempel nimmt kein Ende. Wie viele Stockwerke hat dieser Tempel denn überhaupt? Selbe Frage stelle ich mir auch gerade. Ach du Scheiße. Gelbe Typis. Was haben die denn drauf? Das sind auch mehr Phantome. Sie sind anders als die, die wir bisher gesehen haben. Bleib einfach auf der Hut. So wie immer, Link. Ja, nee, ist klar, ne? Was will ich denn damit? Hier! Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir hier noch nicht sein sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie glaube ich, dass wir das mit mehr Zeit angehen sollten. Definitiv. Hey. Du da. Dich sieht man hier in letzter Zeit häufig. Die drei Skelette hier waren nicht darauf vorbereitet, diesen Ort zu betreten. Aber sie wissen mehr über das Geheimnis des Tempels als du. Wenn du etwas wissen willst, wird es dich was kosten. Frage einfach. Was? Auch in der Hölle ist Geld alles. Wirst du die Wahrheit der Gefallenen hören? Ja. Ich kenne praktische Techniken für jeweils 50 Rubine. Klärt mich mal auf, was ist denn das? Lerne ich da neue Attacken? Ich glaube, ich zahle einfach mal Nummer 1.
Gelbe Krüge werden erst magisch wiederhergestellt, wenn du den Tempel verlässt. Aber wunderliche Dinge passieren mit blauen und roten Krügen, wenn du das Stockwerk wechselst. Na, supere Info, oder? Hast du es dir gemerkt? Ja. Es gibt nichts mehr, was für ein Skelett... Was? Es gibt nichts mehr für ein Skelett, wenn es erstmal tot ist. Diese Information, mein Lieber, war absolut sinnlos. Ich habe keine Ahnung, was Information 2 ist, aber ich schätze mal, dass die genauso sinnlos ist. Ah, Moment. Mal nachgucken. Weisheit. Ich kenne Tempelabkürzungen für jeweils 50 Rubine. Ja, es wäre wahrscheinlich interessant. Aber 50 Rubine für den Scheiß. Ist definitiv eine Überlegung wert. Was ist eigentlich da oben? Ich kann jetzt auch durch das gelbe Warp-Ding gehen, ne? Moment. Was ist, wenn ich durch das gelbe Warp-Ding gehe? Das will ich mal kurz überprüfen. Also jetzt ist der Sand ja wieder erfrischt, ne? Habe ich jetzt hier wieder 30 Sekunden Zeit? Nein. Okay. Dann wäre es auch soweit geklärt. Egal, ich glaube, wir nehmen einfach die Seekarte. Schätzen uns damit zufrieden, weil, ne? Ist ja auch immerhin mal etwas, was wir erreicht haben. Und kehren dann nach dem nächsten Dungeon, typisch, wie immer, einfach wieder an diesen Ort zurück. Er verfolgt uns halt wirklich durch das gesamte Spiel. Hilft nix. Was will man machen? Ne? Na dann, Limeback. Die Reise kann weitergehen. Weiß nicht, ob du jetzt so begeistert davon bist wie ich. Aber gut. Ist ja deine Entscheidung. Legen wir los, oder? Würde ich sagen. Ich glaube, die haben keine Informationen mehr für mich, oder? Also wenn es irgendwo eine Seekarte noch gibt, die ich noch nicht habe, ne, in die Kommentare. Nehme ich alle dankend an. Na dann. Hast du die Seekarte gefunden? Beeindruckend. Ich wette, auf dieser Insel finden wir die Strähle, die wir suchen. Alle? Irgendwie wette ich, dass da nur einer sein wird. Lass uns den See stechen, Link. Dann komm an Bord. Das offene Meer ruft uns. Here we go. Endlich geht es ab nach Osten. So, jetzt die große Frage. Ich denke, wir fahren einfach mal los. Das dürfte kein großes Problem sein. Die Seefahrten lasse ich jetzt wieder drinnen, also die schneide ich nicht raus, weil wir die eben noch nicht gesehen haben. Ich schneide dann eben nur raus, wenn wir die schon mal gesehen haben und wenn ich dann wieder am Sidequesten bin, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt gerade bin ich ja nicht am Sidequesten, jetzt bin ich am Story erledigen. Aus dem Grund machen wir das ganz normal. Was sind das für seltsame Piratenschiffe dort? Tatsächlich, das sind Piratenschiffe. Kommen die näher? Ich glaube, da bin ich am Arsch, wenn ich denen näher komme. Oder? Ach du Scheiße, die schießen auf mich. Schneller, schneller, schneller. Bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um, den Guten. Okay, einer tot. Was ist das für ein Vieh? Torpedo? Ja, nicht ganz. Aber der ist, glaube ich, auch tot. Und der ist auch tot. Ach du Scheiße. Was wurde ich denn da... Wieso wurde ich denn da gerade so nett begrüßt? Ist da noch einer? Nee, jetzt scheint es ruhig zu sein. Da hinten ist noch einer, oder? Wo ist da Terry? Ich glaube, das ist Terry. Bin mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, wenn ein Piratenschiff getötet worden ist, kann man hier angeln. Nee, nicht angeln, bergen. Denn da ist dann so ein kleines rotes X auf der Seekarte. Und das bedeutet, hier kann man einen Schatz finden. Nachdem eben, na, ihr wisst Bescheid, ein Piratenschiff geplättet worden ist. Also spielen dieses wunderbare Spiel wieder. Und hoffen, dass ich ein Schiffsteil bekomme, was ich noch nicht besitze. Das wäre definitiv sehr, sehr nett. Ich muss mal kurz hier rüber. Dankeschön. Und jetzt bloß nicht daneben, weil das war relativ schwer, die zu erwischen. Und dann bringen wir die hier wieder nach oben. Weil man kann auch tatsächlich daneben greifen. Dann hat man die Kiste halt einfach nicht. Und muss das nochmal machen.
Das ist scheiße. Und glaubt mir, das wollt ihr definitiv nicht. Aber gut, wir sind ja gleich oben. Nur nicht mit der Kiste irgendwo dagegen docken. Das wollen wir definitiv nicht. Und dann hoffentlich ein episches Schiffsteil jetzt. Ergattern. Was bekomme ich? Ein Schiffsteil, das ich glaube ich schon besitze. Na dann, gibt's halt wieder ein bisschen Geld. Das ist die Goronen-Insel. Ja, interessant. Was ist das für eine Insel? Ups. Ja, es ist gut. Eines Reisen, ein Schiff und die Insel. Hallo, ich würde gern die Insel... Na, sieh mal einer an. Die ist mit Eis umgeben, da kommen wir also gar nicht hin. Da können wir gar nicht anlegen. Ja, da guck mal einer an. Der Ultra? Schon so ein kluger Kerl. Der überprüft alles immer zuerst. Bevor er dann loslegt. Bevor er dann in See sticht. Das dürfte Terry sein. Da bin ich mir relativ sicher, dass das ja ist, Terry. Jetzt sehen wir es auch auf der Karte. Ja, bleibt uns ja nichts weiteres übrig, als den Goronen einen Besuch abzustatten. Die sich nach... Was? Die sich nach Wind Waker also auf diesen Teil der See versteckt haben. In Wind Waker sind sie ja nicht vorgekommen. Und ich sehe auch schon, hinter uns ist Eileen wieder. Die gute Freundin von Limebeck. Gegen die man keine Ahnung wie oft kämpfen muss. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ja letztens 200 Rubine bekommen. Wow, was in aller Welt ist das? Das würde mich auch interessieren. Wow! Was glaubst du dieser was glaubt dieser Wirbelsturm denn mit wem er es zu tun hat? Hey, unser Motor ist abgesoffen. Das heißt, wir können uns überhaupt nicht mehr bewegen. Na, was ist das? Kommt dir das nicht auch komisch vor? Hey! Was bist du? Bist du wieder so ein komischer Gott wie der Goldfrosch? Was ist das für ein ekelhaftes Ding? Als hätten wir nicht schon genug Ärger. Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Okay, wir müssen es mit ihm aufnehmen, Link. Ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Vieh besiegen sollen. Jedenfalls, Feuer, Feuer. Und dann Feuer noch mehr. Keiner übersteht dauerhaft Beschuss. Ich versuche, den Motor zum Laufen zu bringen und du feuerst auf Teufel komm raus. Okay, das heißt, wir können uns nicht bewegen, schätze ich mal, tatsächlich. Und ja, wir wissen, ich weiß halt schon, auf was ich hier schießen muss. Und zwar einfach auf die Augen von dem Vieh. Kann ich die Dinger, ja, wenn er uns abschießt, kann ich die Dinger... Alles klar, ist das ein Gott oder ist das einfach nur irgendein böser Wichtig? Oder ist das einfach ein Typi, der von den Goronen, der von den Goronen, also die Goronen haben gesagt, guck mal hier, ja, was hätte ich jetzt gegen den Angriff machen können? Sogar so gut wie gar nichts, schätze ich mal. Ich würde gerne dein Auge hier wegbekommen, das eine, ne? Okay. Also die erste Seite wären die Augen schon mal weg. Zum Glück droppt er genug Gegner, sodass ich auch relativ leicht an Herzen komme. Jetzt müsste er sie nur irgendwann mal drehen. Sodass ich irgendwie eine Chance habe, auch die anderen Augen zu erwischen. Hier auf der Seite drüben. Ja, wunderbar. Da hat er auch nur noch ein Auge und dann ist er auch schon K.O. Ein weiteres Seebattle, aber... Was war das? Was bist du für ein seltsamer Kollege? Irgendwie haben wir das Monster fertig gemacht, Link. Oh, der Motor ist auch wieder trocken. Fahren wir weiter, auf geht's. Alles klar. Direkt auch schon in die richtige Richtung. Das ist auch eine Cutscene. Was war das gerade für ein seltsames... War es ein Gott? War das... Der Wächter der Goroneninsel? Sieht relativ ausgestorben aus. Hey, schau auf die Karte. Keine Häuser. Ich frag mich, ob es hier Strahl gibt. Was? Ob es hier einen Strahl gibt, wahrscheinlich. Hä? Amateur. Orte wie dieser verbergen immer Schätze. Das ist doch klar. Ja, allein bekennt sich da aus. Wie? Dann glauben wir mal diesen Näschen und machen uns auf die Suche. Sei es der Strahl oder ein anderer Schatz, er gehört auf jeden Fall mir. Übrigens, Link, Sie waren, ich meine, der Meereskönig sagte doch,
dass er mir einen Wunsch erfüllen wird. Wenn du an meiner Seite wärst, was würdest du dir wünschen? An meiner Stelle. Schätze, oder? Oder vielleicht drei weitere Wünsche? Lineback! Du verstehst Link überhaupt nicht, oder? Er tut das alles für Tetra. Und für den Meereskönig. Und um den Frieden auf See wiederherzustellen. Du bist irgendwie bewundernswert, Link. Wow! Da bin ich ja ganz schön aus den Rollen gefallen. Geht schon. Geht mir aus den Augen. Und besorgt den Strahl, ja? Das war seltsam. Definitiv. Stimme ich dir zu. Lineback muss wohl was Komisches gegessen haben. Ist der überhaupt irgendwann mal irgendetwas? Bis jetzt habe ich noch niemanden in Zelda essen sehen. Na egal, Link. Lass uns weiter nach den Strahl suchen. Nach den ersten? Ne? Nicht nach den zweiten. Da ist tatsächlich schon ein Gurone. Ein kleines Gurone-Baby. Ist das nicht die Musik aus Ocarina of Time? Bei den Guronen? Irgendwie remaked für das Spiel? Es klingt so, wenn er mich fragt. Was ist eigentlich hier Schönes? Da muss ja irgendwas sein. Krabbelmin? Willkommen im Laden auf der Guroneninsel. Was wäre mir gelbes Elixier? Was bringt das? Füllt alle deine Herzen. So was werde ich mir definitiv noch vor dem Endboss kaufen. Und das hier füllt 8 Herzen. Ein größerer Köcher? Für 1000, nee. Und das hier? 10 Krabbelminen, 50 Rubine. Ich denke, die können wir mitnehmen. Aber wir haben leider keine Tasche dafür. Das war mir schon klar. Aber ich wollte es halt mal ausprobieren, ne? Könnte ja auch sein, dass wir keine Tasche dafür brauchen. Na, dann werden wir die wahrscheinlich jetzt von einem Goronen auf dieser Insel bekommen. Da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Die besuchen wir später. Ich würde lieben gerne zuerst mit diesem kleinen Kitty hier reden. Du bist dem Fuß auf die, du hast deinen Fuß auf die Goroneninsel gesetzt, Fremder. Mach dich mit allen bekannt. Wir Goronen sind stolz und wir spielen nicht mit Fremden. Alles klar. Das Ding soll ich mir wahrscheinlich bekannt machen. Na dann, beginne ich bei denen hier. Moinsen! Wie ungewöhnlich. Wir haben selten Besuch von Fremden. Du hast deinen Fuß in ein Goronenhaus gesetzt. Die wir aus festem Stein gemeißelt. Oder meißelten. Wir finden sie recht gemütlich. Denn sie sind kühl. Im Sommer. Und warm. Im Winter. Nice, nicht wahr? Ja. Freut mich. Sehr cool. Hätte ich auch gerne. Warm. Hätte es auch gerne warm. Ne denn, was bist du für einer? Weißt du, was ein Laden ist? Ich denke nicht. Aus dem Grund kläre ich dich jetzt mal auf. Wir haben nämlich auch einen. Wenn du ein Schild verlierst, kannst du dort ein neues kaufen. Wirklich? Der hatte doch kein Schild. Moment, was habe ich eigentlich für ein Schild? Ach so, das billige hier. Gibt's ja auch das Hylia-Schild? Wahrscheinlich in Goronenladen. Das hier ist ja irgendwie so ein typischer Laden. Wahrscheinlich haben die Goronen auch irgendwo einen Laden. Mal gucken. Nicht wahr? Mal gucken, was bist du für einer? Oh, sieht sich das einer an. Was für ein Schiff. So eine stolze Schönheit. Ja. Die Zeit verliert an Bedeutung, wenn ich sie ansehe. Oh, wer sie doch mein. Was? Das hast du schon mal gehört? Das bezweifle ich, Fremder. Wirklich? Habe ich das schon mal gehört? Kommt mir nicht bekannt vor. Oh, ich will die Insel irgendwie komplett erkunden, aber irgendwie habe ich Angst, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. Oder irgendein... Ja, okay. Dann erkunden wir dann den Bereich noch in dem Part zu Ende, würde ich sagen. Ein paar Häuser gibt es hier ja noch, wie man sehen kann. Hier kann ich ein bisschen hier kaputt machen, sogar die Höhle. Aber mir auch nicht. Moin! Dein Gesicht ist mir unbekannt, aber das macht nichts. Ich verrate dir was über unseren Häuptling. Er liebt Quizspiele. Oh, lass mich raten, beim nächsten Mal so, wer wird Millionär in Phantom Hourglass? Und er stellte Fragen über das Leben auf dieser Insel in all seinen Facetten. Alles klar.
Lass ich den mal. Mal gucken, wann wir den kennenlernen. Ich glaube, das ist ein sehr cooler Typ. Bin ich sehr gespannt. Du bist definitiv nicht der Häuptling. Dein Gesicht ist mir neu, Fremder. Bist du mit dem Schiff da gekommen? Mein Papa starrt es die ganze Zeit an. Das stört mich. Wenn ich doch nur jemanden dafür schelten könnte? Ist auch eine kleine Schelle von mir. Definitiv. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir weiter? Ich denke, wir gehen den Weg da oben weiter. Einfach, weil mir der irgendwie gerade mehr zusagt, weil der irgendwie kürzer aussieht. Hier hätten wir absolut nichts. Na dann. Oder Moment, es könnte sein, dass hier vielleicht in der Mitte zwischen den Krügen was vergraben ist. Das ist natürlich gut möglich. Deswegen fange ich da jetzt einfach mal ein bisschen an zu graben. Weiß, lächerlich, aber... Ne? Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Vielleicht finde ich ja tatsächlich so mal selbst was, ohne dass ihr mir es in die Kommentare schreiben müsst, ne? Muss ich ja auch dazu sagen. Aber bis jetzt... Ne. Und ich denke, dass da auch nichts ist. Vielleicht später. Vielleicht wird dieser Ort später noch von Bedeutung. Und wahrscheinlich werden wir diesen Ort auch später noch einmal sehen. Beziehungsweise für euch beim nächsten Mal. Denn das war The Legend of Zelda Phantom Hourglass für heute. Wir sind auf der Goroneninsel und machen dort das nächste Mal weiter. Bitte ruf, wenn du Hilfe brauchst. Na dann. Bis dahin. Tschö, tschö, euer Ultra.